Also letztendlich ist es ja wie bei einer Party. Man möchte am Ende auch nicht, dass sie dann irgendwann vorbei ist, wenn sie gut ist. Also ich möchte schon so weit wie möglich sicher fliegen. Nordberg, genau. Eingelenkt. Ein Stück weit schwebt man schon über allen Dingen irgendwie so, ja. Und wenn es dann höher geht und es sehr hoch ist, dann fühlt man sich auch schon von der Zivilisation gewissermaßen ein Stück weit entfernt. Was auf der einen Seite total faszinierend ist, auf der anderen Seite auch ja, Angstreflexe, glaube ich, auslöst. Ich sehe meine Arbeit nicht so, ich gehe nicht dahin und mache meine Arbeit und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich mache mir schon Gedanken vorher und hinterher über meine Arbeit. Als Anästhesist bist du dafür verantwortlich, dass du deinen Patienten sicher durch eine Operation bringst, ohne dass er Schmerzen leidet, ohne dass er davon was mitbekommt und ohne dass er, sag ich mal, abwendbaren Schaden erfährt. Ganz wichtig ist dabei, dass die Patienten sich gut aufgehoben fühlen, dass die sich sicher fühlen. Deswegen muss ich mich vorbereiten, auch wie bei der Fliegerei, meine Checkliste haben. Und dann danach sitze ich in dem Cockpit und bediene die Geräte, gebe die Medikamente. Wenn man eine belastende Situation mal hatte, dann tauscht man sich mit Kollegen darüber aus, spricht das noch einmal durch, was hätte man vielleicht besser machen können. Oder ist es einfach schicksalhaft gewesen und dann muss man das auch akzeptieren, so wie es ist. Das Leben ist ja endlich letztendlich. Das Wichtigste ist immer, dass man auch im Team zusammenarbeitet und gut kommuniziert, dass man tatsächlich sich auch austauscht. Juhu! Sportlich heute! Diese Fliegerei ist, um auch oben zu bleiben, weit zu fliegen, schon ja, eine gute Kombination aus sich die Landschaft anschauen, auch das zu genießen, aber gleichzeitig zu taktieren, wie auch bei einer Art Glücksspiel, seine Chancen zu optimieren, um wieder hochzukommen. Und eins der tollsten Gefühle ist tatsächlich, wenn man aus 30, 40 Meter Höhe eigentlich schon gedacht da unten steht und dann wieder aufdrehen kann und nochmal wieder auf 1500 Meter ist und dann einfach weiterfliegt. Es ist körperlich anstrengend, es ist mental anstrengend, es ist also sozusagen eine Herausforderung, auch dann möglichst schön, weit und gut zu fliegen und das Ganze zu genießen. Und ich muss mich nicht um andere Dinge kümmern. Und da oben frei in der Luft zu sein, empfinde ich schon als wahres Hochgefühl und auch als Privileg, überhaupt diesen Sport ausführen zu dürfen und das auch zu können. Ich empfinde das Flachlandstreckenfliegen eigentlich als eins der wenigen Abenteuer, die man noch so erleben kann, tatsächlich hier vor Ort, wo ich wohne und arbeite und lebe. Weil ich nichts hundertprozentig vorausplanen kann. Und wenn ich gelandet bin, ist der Streckenflugtag ja eigentlich nicht zu Ende, weil ich muss ja noch gucken, wie ich nach Hause komme. Meistens geht es mit dem Daumen dann weiter. Das ist schon auch spaßig oder interessant, was man da für Leute dann kennenlernt. Ich bin Ingmar Lautenschläger, ich bin 39 Jahre alt, glücklicher Familienvater, Anästhesist und begeisterter Streckenflieger für das Fliegen mit dem Gleitschirm.